Hallo und willkommen zurück bei Rebel Galaxy, der Freizeitsimulator. Ne, keine Ahnung, es ist. Der Weltraum ist halt groß, unendliche Weiten. Stellar Map. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Sind wir das da? Gehen wir davon aus, der blinkende Punkt sind wir. Und wir wollen dorthin. Das ist gar nicht so weit. Müssen wir ja bald da sein. Und ich warte. Und warte. Und warte. Eigentlich könnte ja auch mal bald mal wieder irgendwie so ein Einsatz kommen. Ich kriege hier schon Langeweile hier. Marke, wir sind arme, hilflose Leute. Und brauchen und dringend Rettung. Ist vielleicht ein wenig früh. Ist so ein bisschen übertrieben war das hier gerade. Ich glaube, die wollten mich verarschen gerade. Marke, du hast ja danach gefragt. Also hier, Batz, hast ein Kommandoschiff. Mit F. Hier wollte ich gar nicht hin, fällt mir dabei auf. Warum bin ich hier? Sehr schön. Warp wäre auch nicht schlecht. Ach ja, sehr entspannt. Nach einem Tag harter Arbeit. In der Rufbereitschaft, die ich immer noch an der Backe habe. Wow! Wow! Du kannst doch nicht einfach hier irgendwas spawnen! Kannst du mal das hier nicht vergessen? Was ist eigentlich mit meinen Lasern? Pulse turret. You sure pulled my ass out of the fire. You got my thanks. Ja. Und das Geld nehme ich auch gerne. Collision warning. Hm. Was denn? Hatte ich nicht da? Broadsides. Hatte ich nicht auch mal Laser drauf auf dem Ding? Frachtraum. Missionslogbuch, Schiff. Waffen. Puls, Impuls. Streuturm. Ionenturm. Bitte was? Ich wusste gar nicht, dass ich sowas hab. Wo hab ich den denn her? Impuls. Bergbaulaser, Ionenturm. Accelerating to sublight. 3. Hä? Impulsturm. Broadsides. Broadsides. Pulse turret. Und was ist mit den anderen? Ich verstehe es nicht.
Streuturm, Impulsturm. Artikellaser. Soll ich das noch irgendwie annehmen? Das lässt sich irgendwie nicht ändern, ne? Ja, irgendwas muss ich mal nochmal mit meinen Waffen tun, also. Irgendwas stimmt da noch nicht. Sehr merkwürdig das Ganze. Ich kann mich nicht dran erinnern, den ausgebaut zu haben. Das sieht doch alles ganz normal aus hier, oder nicht? Naja, passt. Pumpf, da war weg. So, das ist der nächste. Los, komm. Ja, bin ja dabei. Ich kann nichts hexen, kann ich. Ach da. Mission complete. So. Nein, keine Nuka-Cola hier. Accelerating to soft light. Collision warning. Ruhe. So, nächste Station. Stellar Map. Ich glaube, es war das Ding. Mal gucken hier, ob ich meine Waffen mal in Griff bekomme. Bergbauschiff voraus. Ich weiß gar nicht, wo es lang will. Du. Oh. Lass das Universum heile, bitte, bis ich weg bin. Danke. Und Warp. Ah ja. Tschüss. Wünschte, ich hätte eine Innenansicht von meinem Schiff. Irgendwie eine Brücke oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich eine Brücke habe oder nur so ein Cockpit. Ja, sieht aus, als hätte ich eine Brücke. Oder hier, da wo diese Striche sind. Oh, also hier in diesem Bereich hier, ne? Ah, da ist dieser Auspassend. Ah, Militärkreuzer! You're not going to be any trouble, are you? Schnauze. Würde ich Ärger machen wollen, hätte ich dich schon längst versenkt. Collision warning. Ducken. Stalking. Versenkt. So, nochmal hier die Waffen modifizieren. Irgendwas stimmt hier nicht. MK2, MK2, MK1, MK1. So, meine Freunde. So, Frachtraum 0000000001. Was der Zweier kostet. Oh, kostet ja so viel wie ein ganzes Schiff. Hier, bau mal ein. So. Irgendwas missionsmäßig. Warte mal, kann man hier noch neue Schiffe werft. Ja, die haben hier auch einen Icarus, ne? Das komische Ding. Der Manticore sieht doch geil aus, eigentlich, ne? Acht, wollte ich schon sagen. Fünf Türme? Vier Komponentenbänke. Guter Frachtraum, sehr schnell. Ja, hat mal jemand eine halbe Mille? Ja, vorher werde ich wohl noch was anderes kaufen müssen. Hilft nicht. So. Die Rache der roten Teufel. Ja, sieht nicht so gut aus. Notruf, bar Belagerung. Was? Belagerungsbrecher. Hier kommt, den nehmen wir.
Oh, ich habe hier noch irgendwas anderes offen. Wer bist du denn? Achso, das ist meine Hauptmission. Entschuldigung. Ja, als Primär. Na. Das wird doch bestimmt gleich noch eine Runde rumsen. Rumsti-bumsti. Los geht's. Docking. Ich wollte Gas geben, nicht docken. Nee, nee, nee. Engines at maximum. Diese Technik von heute. Lasst uns eine Belagerung brechen, bis der Eimer da ist. Laser Turret. Jetzt funktioniert das nämlich auch wieder. Broadsides. Oh, ein Warp. Warp nein, Mr. Sulu. Wäre schon mal interessant, wenn es. Naja, ne, den Warp-Antrieb wirklich schon gäbe. Ich würde mich auch mal gerne mal ein bisschen im Universum umgucken, was da so rumsträumt. Strömert. Das ist halt auch ein gewisses Risiko, ne? Wer weiß, was da halt rumströmert. Aber andererseits, wenn uns irgendwas findet und wir sind nicht vorbereitet, na dann Prost. Aber wir haben ja mit unseren eigenen kleinen, nichtigen Kriegen zu kämpfen. Moment. Ach, die liegen auf ein und derselben Länge, kann man schon sagen. Ich dachte schon wieder, wir sind völlig falsch unterwegs. Fast da! Oh. Ja, deswegen wollte ich den Laser wieder gern mit drin frei haben. Aber die haben ja schon wieder irgendwelche Minen ausgelegt. Pulse Turret. Missiles inbound. Diese Minen überall. Well, well, look what we got here. Broadside. I won't forget this. Jetzt kann ich sehen, was du hier hast. Ah, Mine. Ich glaube mal, diese 10.000 sind hart verdient. Der denn da drauf? Achso. Treffen, Junge. Treffen. Da, da fluchst du, wa? So, einer weniger. Jetzt putzen wir den hier weg. Son of a. Woher willst du denn das wissen? Well, well, look what we got here. Fracht, Mutter und Schrauben. Ah. Gia Orloff oder so? Ah, diese Minen. Wäre witziger, wenn die Minen auch ab und zu mal denn die Piraten anfallen würden. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben die die ausgelegt. Mine.
another time, Cutter. You're tearing me apart! Ja, Babe, ich weiß. Pumpf. Satellite boosters depleted. Threat level yellow. Ich dachte, er würde mal irgendwie einen richtigen Speed aus. Fangen den hier. Ein bisschen Booster wäre auch nicht schlecht. Also ein bisschen mehr Booster. Bleib doch mal da, Alter. Wie soll man denn so seine Mission fertig machen, wenn die immer abhauen? Echt jetzt? Kannst du nicht arbeiten. Stirb doch einfach. Satellite boosters depleted. Fast down und will einfach nicht krepieren. Mission complete. Hinter mir sind aber eigentlich noch welche. Exiting, aber mir soll es egal sein. EG ist Schild, MK1. Ob die besser ist als ob das besser ist als das, was ich jetzt drin habe? Komm, ihn hier nehmen wir noch mit. Cool. Boing! Das war schnell. Guck mal, ich habe die Jauche gefunden. Missiles inbound. Ja, egal. Jo. Da sind noch ein paar Feinde, würde ich sagen. Komischerweise scheint jetzt das Minenfeld auch einfach plötzlich verschwunden zu sein. Weil ich habe mich so weit davon entfernt, dass ich es nicht mehr sehe. Kann natürlich auch sein. Achso. Pumpf! Wir waren nur so weit weg, dass wir das Minenfeld nicht mehr gesehen haben. Yellow. Das würde ich niemandem Threat Level geben. Ja, alles gut. Oh, Goldbarren, nehmen wir. Collision warning. Ruhe, für Goldbarren nehme ich mal eine Kollision in Kauf. Sublicht, Superlicht. Accelerating to sublight. Haben wir den schon so zugesetzt, oder? Das wird noch gleich viel heißer. Los, nimm mit. So. Stellar Map. Wissenschaft, weil Wissen Wissenschaft. Ich weiß auch nicht, warum das blau ist. Warum ist das nicht green? Threat level yellow. Was? Warum? Wegen dem Minenfeld oder was? Nee, da fliegt irgendwas. Geh mir nicht auf den Sack. Echt jetzt. Das war, glaube ich, Jauche. Die wollte ich nicht mitnehmen. Wer will schon Jauche an Bord seines Raumschiffes? Kitty, kitty, kitty. Sorgt für frische Landluft in jedem Kreuzer. Ah, schon wieder 19 Minuten rum. Hat immer weg
vergeht die Zeit, wenn man hier durch die Gegend fliegt. Echt jetzt? Die schon wieder? Hier, nimm das. Und das. Ich muss weiter. Accelerating to satellite. Naja, viel fehlt nicht mehr, dann machen wir ihn platt. Tschüss. Na, wollte ich ja wohl meinen. Alles blau hier. Entschuldigung. Das war mal eine Frontalkollision. Ich hab das Ding echt nicht kommen sehen. Wie peinlich. So. Werft. Hier genau den meinte ich. Tannhäuser. Ist auch kein schlechtes Ding. Großer Frachtraum. Hier sind andere Schiffe als bei diesen anderen Stationen anscheinend. Ja gut, ist auch eine Forschungsstation, ne? Oh, 3,9 Millionen habe ich jetzt nicht mal so nebenbei. Klasse, Zerstörer. Komisch, genau das Gegenteil zu World of Warships. Das zerstört ein sehr kleines Schiff. Boah, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt fliege. Im Gegensatz zu dem, was ich jetzt fliege, ist ja der Tannhäuser schon ganz am Ende größer. Ja gut, damit haben wir mal angefangen. Boah, geht doch eigentlich schon mal in Verbesserung. Und dann den hier. Oder vielleicht doch das andere Schiff. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. So, Markt. Verkaufe, verkaufe, verkaufe. Goldbarren, Alter. Ja, 100.000 haben wir ja schon fast zusammen, ne? Fehlt ja nicht mehr viel, wa? Was kostet das Ding? 129.400? 130.000, sagen wir mal. Da muss man sich überlegen. Na gut, aber ich würde mal sagen, damit endet die Folge heute. Mal wieder in Überlänge. Vielleicht startmäßig auf 20 Minuten strecken. Also, wir sehen uns dann nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.